Und damit herzlich willkommen zu den aktuellen Nachrichten des Tages. Für das Haushaltsjahr 2022 stehen der Stadt Eisenhüttenstadt Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von rund 29,5 Millionen Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich damit ein Plus von über 4 Millionen Euro. Die Mehrerträge der Steuereinnahmen resultieren insbesondere aus der Gewerbesteuer. Diese Ertragsposition musste im Haushaltsplan 2021 aus kaufmännischer Vorsicht aufgrund der anhaltenden Corona-Situation drastisch gesenkt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 wird von einer positiveren Prognose im Rahmen der Steuerentwicklung ausgegangen. Das Hauptzollamt Frankfurt-Oder hat im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres 301 Arbeitgeber in der Region kontrolliert. Im Fokus der Fahnder ist dabei illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstoß gegen geltende Mindestlöhne. Allein Baufirmen bekamen 84 Mal Besuch von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls. Demnach hatten es die Frankfurter Zöllner häufig mit Tricksereien beim Lohn zu tun. In der ersten Jahreshälfte leiteten die Beamten in der gesamten Region 168 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein. Insgesamt wurden Bußgelder in Höhe von rund 223.000 Euro verhängt. Am Mittwoch fand zur möglicherweise größten Investition für Frankfurt-Oder eine Podiumsdiskussion statt. Es geht um das Zukunftszentrum für Transformation, das für etwa 200 Millionen Euro in Deutschland vom Bund errichtet werden soll. Frankfurt-Oder bewirbt sich darum und hat sehr gute Aussichten auf Erfolg. Doch der Name lässt nur erahnen, was ein solches Zentrum leisten soll. Daher die grundsätzliche Frage, was ist die Aufgabe, die auch auf die Region hinzukommt? Wenn ich den Abschlussbericht der Kommission lese, wie er damals gefertigt wurde, dann sehe ich da, dass verschiedene Themen adressiert werden, von denen ich glaube, es wird höchste Zeit, dass sie in einer solchen Institution auch aufgegriffen werden und dass sie bearbeitet werden. Ich sehe, glaube ich, wie viele Menschen, dass wir vor so tiefgreifenden weiteren Transformations- und Umwälzungsprozessen stehen in der Zukunft. Und die Stichworte sind allen geläufig, ne, von Klimawandel über Digitalisierung und die weiteren Globalisierungsprozesse, dass doch vollkommen offenkundig ist, dass die bisherigen Erfahrungen aus Transformationsprozessen auch als Schatz betrachtet werden können, als Kompetenz, die nutzbar gemacht werden muss für die künftigen Herausforderungen. Ja, und warum ist das so wichtig und wie hilft das Zentrum mit der Bündelung von Erfahrungen aus Wandel und Transformation aus der Vergangenheit und Gegenwart? Weil wir einfach noch sehr viel vor uns haben und wenn wir nicht lernen aus der Vergangenheit und das nutzbar machen, wird es ungleich schwerer, als es ohnehin schon ist. Und ich glaube, dass wir da im Osten Deutschlands spezifische Erfahrungen haben, aber nicht nur hier, sondern in vielen anderen Regionen und in Mittelosteuropa ohnehin vieles, woran man anknüpfen kann. Zweitens sehe ich eine dringende Notwendigkeit, und da finde ich diesen Dreiklang auch so spannend, der da erdacht wurde, aus wissenschaftlicher Forschung, aus Kultur und aus Begegnung, Dialog, finde ich es wichtig, alles daran zu setzen, Menschen wieder stärker zusammenzubringen. Zusammenzubringen, indem wissenschaftliche Erkenntnisse geteilt werden und dafür gesorgt wird, dass diese Erkenntnisse möglichst Raum greifen und allen zur Verfügung stehen und dann auch genutzt werden können. Dafür gesorgt wird, dass bei Kultur Menschen zusammenkommen, um gemeinsame Empfindungen auch wieder zu erleben, das Verbindende, aber natürlich auch das Diskussionen anregende, das Reibungsflächen bietende von Kultur auch zu nutzen und dann das Dialog- und Begegnungsthema, also gesellschaftlichen Diskurs zu stärken. Und ich glaube, da spüren wir doch alle, dass da einiges verrutscht ist in den vergangenen Jahren und dass wir dringend auch mehr Kraft daran investieren müssen, dafür zu sorgen, dass Diskussionen wieder respektvoll und konstruktiv verlaufen und dass wir da ein bisschen Strecke vor uns haben, auch zur Lösung der Herausforderungen. Denn wenn wir das nicht hinbekommen als Gesellschaft, dann wird es umso schwerer, eben die vorhin genannten Herausforderungen, viele weitere zu lösen. Ja, und warum ist Frankfurt-Oder genau dafür geeignet, um mit der Transformation richtig umgehen zu können? Warum denn Frankfurt-Oder dann eben doch ein geeigneter Ort dafür sein könnte, dass wir im Dienste dieses Anliegens ein Ort sind, wo ganz vieles sich gut fügt. Ein Ort, der vieles durchlebt hat, an Höhen und Tiefen, an Transformationsprozessen. Ein Ort, der viele Erfahrungen also aufbietet, an die man anknüpfen kann. Wir sind ein zutiefst
europäischer Ort, als europäische Doppelstadt und als, ich mal gern sage, und ich glaube auch vollkommen berechtigt, Leuchtturm, auch Leuchtfeuer der europäischen Idee, gemeinsam mit Stubice. Und wir sind dann auch noch ein Ort, der neben solchen eher faktischen Dingen wie eine fantastische Baufläche dafür, einen fantastischen Ort dafür, auch so herausragende Institutionen wie die Viadrina und viele andere haben, mit denen wir das gemeinsam angehen können und wollen und die auf diesem Gebiet schon viel Erfahrung haben. Und deswegen glaube ich, dass wir tatsächlich ein geeigneter Ort sind, um dem Anliegen dieses Zentrums gut zu dienen und damit auch dafür zu sorgen, dass es möglichst große Wirkung entfaltet, was dieses Zentrum als große Aufgabe auch vor sich hat. Ist die Bewerbung eine von Frankfurt-Oder alleinige oder geht es hier doch mehr um die gesamte Region? Wir in Frankfurt-Oder, in Zubitze, im Umland und auch der Teilnehmerkreis hier zeigt ja, wir machen das ja nicht alleine als Stadt und Stadtgesellschaft mit den verschiedenen Institutionen hier, sondern wir verstehen diese Bewerbung als eine, wo das Umland genauso mitwirkt als Nüttenstadt, Beeskow, der Landkreis Oder Spree, Landkreis Märkisch-Oderland und genauso das polnische Umland und unsere Partner und Doppelstadt Zubitze. Wir machen das ja gemeinsam und wir wollen uns in den Dienst der Sache stellen. Ein Kriterium für das Zentrum ist ja auch die Universität am Standort. Die Viadrina als Europa-Uni lässt stark darauf schließen, dass hier auch die Themen richtig und wichtig sind, die hier erforscht und gelehrt werden. Welche Pluspunkte bringt die Uni konkret mit für die Bewerbung? Die Viadrina, 1991 gegründet, hat sozusagen in ihrem Gründungsauftrag Europa zusammenzuführen, sozusagen deutsch-polnische Beziehungen zu verstärken, in die Region hineinzuwirken und Europa und ich sage jetzt mal die Auflösung oder Aufweichung von Grenzen, das Zusammenführen sind sozusagen ganz, ganz wichtige Themen der Forschungs- und Universitätslandschaft und auch der Lehre. Wobei, und das ist, glaube ich, auch ein sehr starker Standortvorteil von Frankfurt-Oder und der Viadrina, ist die starke Ost- und Mitteleuropa-Kompetenz, die Universität tatsächlich hat und die sich in nationalen und in internationalen Netzwerken auszeichnet. Das Zukunftszentrum ist ja nicht nur ein Ort, der für sich steht. Er bringt viel mit. So soll die Region auch vom Zentrum selbst profitieren. Stichwort: mehr Menschen in die Region sollen kommen, Tourismus, Fachpublikum, neue Investoren und vieles mehr. Das Zukunftszentrum wäre natürlich, und das ist ja auch Teil der Idee, ein Katalysator für positive Entwicklung. Und da muss man wirklich auch einräumen, an Wunden, an Nachholbedarf, an Schwierigkeiten haben wir noch bei weitem genug. Und wir bräuchten einen solchen Katalysator sehr, sehr dringend. Und der Impuls, der durch dieses Zentrum ausgehen würde, neben den Arbeitsplätzen, neben der bundesweiten, europaweiten Aufmerksamkeit, also ein besseres Stadtmarketing kann man sich gar nicht vorstellen, also dass das Renommee des Standortes, neben den Besucherinnen und Besuchern, immerhin 1 Million Besucherinnen und Besucher sind ja avisiert in dem Konzept als Zielmarke und lassen sie es 500.000 sein. Das verändert so einiges in dieser Stadt und der ganzen Region. Und wenn ich mir dann anschaue, dass wir das konsequent im überregional, denke ich, wir diesen Punkt durchaus nochmal stark machen und auch ein bisschen weiten, also wenn wir uns anschauen, zum Beispiel, Sie haben vorhin gesprochen von Posen und Berlin als Orte. Ich denke genauso an Eisenhüttenstadt als Ort, Planstadt Eisenhüttenstadt mit dem Eco-Stahl, mit der Geschichte da. Total spannender Ort, auch da hinzugehen und zu sagen, ein Teil des Ausflugsziels ist die Gesamtregion mit den verschiedenen Facetten, die abgebildet werden. Ja, das soll es erst einmal gewesen sein mit dem erhofften Transformations- und Zukunftszentrum für Frankfurt-Oder. Impfaktionen gehören nun schon fast zum Alltag, so auch in Storkow. Hier sieht sich die Stadt in der Entscheidung bestätigt, regelmäßige Impfaktionen anzubieten. Nach der laut Stadt Storkow erfolgreichen Impfaktion am 8. Januar, an der 400 Impfungen durchgeführt wurden, findet am 15. Januar eine weitere Aktion statt. Seit der ersten Aktion von Storkow impft, wurden über 1200 Impfungen an 4 Wochenenden durchgeführt. Die Bürgermeisterin der Stadt, Schulze Ludwig, sieht darin einen stillen Protest gegen das Coronavirus.
Die Staatskanzlei Brandenburg schreibt einen neuen Wettbewerb aus. Hauptsächlich stehen neue Herausforderungen auf dem Plan, die neue Ideen und engagierte Freiwillige benötigen, so das Land. Ziel des Wettbewerbs ist das Ermöglichen und Sichtbarmachen von guten Beispielen, die den Erhalt sowie eine zukunftsfähige Weiterentwicklung des Ehrenamtes sichern und anderen Impulsen zur Nachahmung geben. Insgesamt steht ein Preisgeld von 15.000 Euro zur Verfügung, die für die Kategorien Nachwuchsgewinnung und Bindung an das Ehrenamt, Engagement durch Digitalisierung und innovative Projekte und Corona-Bewältigung vergeben werden. Teilnahmeberechtigt sind gemeinnützige Vereine und Organisationen mit Sitz im Land Brandenburg. Seit dem 01.01.2022 können Bahnfahrer keine Tickets mehr bei der Zugbegleitung im Fernverkehr kaufen. Sie können in den Fernverkehrszügen aber ihr digitales Ticket bis 10 Minuten nach der Abfahrt auf der Webseite der Bahn oder in der App buchen. Voraussetzung ist, dass zwischen dem Einstiegsbahnhof und dem nächsten Haltebahnhof mehr als 10 Minuten Fahrzeit vorgesehen sind. Für die Fahrradmitnahme muss allerdings vor dem Einstieg bereits eine Stellplatzreservierung vorhanden sein. Neben dem Thema Corona setzt sich ein weiteres in Europa aktuell an die Spitze der Berichterstattung, nachdem die EU mit einem Knall zu Silvester startete, in dem ein Papier verschickt wurde, das Atomstrom als grün erklärt und die deutsche Politik erschüttert. Ist, stellt nun der WWF den Report zu sogenannten Megatrends der Energiewirtschaft vor. Unter anderem wird deutlich, dass der Atomstrom der teuerste ist und in Zukunft wohl noch zulegen wird. Gerd Rosenkranz, Journalist für die Themen Energie, erläuterte die Trends im Report. Und es hat sich herausgestellt, dass Atomenergie im Gegensatz zu allen anderen Technologien tendenziell immer teurer wird und nicht günstiger. Und ich kann hier sagen, also kommerzielle Atomenergie gibt es seit fast 70 Jahren, seit 1954. Und es gibt auf der Welt kein einziges Kraftwerk, das sich in einem liberalisierten Strommarkt ohne Subventionen, ohne staatliche Hilfe durchgesetzt hat. Kein einziges. Und das wird vermutlich in Zukunft auch so bleiben. Die Wende zu den erneuerbaren Energien könnten auch Chancen für Länder bringen, die bislang als arm galten. Denn die Effektivität der Gewinnung von erneuerbaren Energien verlagern die Standorte weltweit. Welche Länder gesegnet sind mit Sonnenenergie und Windenergie und welche weniger. Und das hat eine andere Verteilung als die fossilen Brennstoffe. Und zwar auch eine bessere Verteilung für die Länder, die bis heute arme Länder sind. Und insofern gibt es diese Chance, dass sie günstiger in Zukunft eine Energieversorgung aufbauen können, als sie das bisher konnten. Interessant bei der Bewertung von Energieerzeugung und dem Bedarf ist der Vergleich von Primärenergieverbrauch und dem des Bruttostromverbrauchs. Die Primärenergie ist der direkte Rohstoff. Unter anderem Steinkohle oder Erdöl, aber auch Sonnenenergie, Wind und anderes mehr. Durch Umwandlung in letztendlich nutzbare Energie entstehen Verluste. Demgegenüber steht der Bruttostromverbrauch. Zwar steigt dieser an, doch wesentlich stärker sinkt der Primärenergieverbrauch. Aber was man eben sieht, ist, dass der Primärenergieverbrauch, wenn diese Entwicklung so kommt, wie prognostiziert ist, sich halbiert. Und das liegt einfach daran, dass man keine Umwandlungsverluste oder wenig Umwandlungsverluste hat, in Zukunft keine Abwärme mehr hat. Und diese Differenz zwischen links und rechts bei der Primärenergie, die entspricht zum Beispiel den gesamten Endenergieverbrauch der Industrie oder der Mobilität oder aller Haushalte. So viel wird eingespart allein dadurch, dass man sozusagen nicht mehr über Dampf geht, dass man keine Abwärme mehr produziert. Aber natürlich ist das nicht umsonst zu haben. Der Stromverbrauch geht rauf. Stellt sich die Frage, welcher Primärenergieträger am Ende alles eine Rolle spielen wird. Umstritten ist dabei Wasserstoff. Welche Chancen wird diese Energie haben? Zumal Wasserstoff kein primärer Energieträger ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass Wasserstoff kein Primärenergieträger ist, sondern ein Sekundärenergieträger. Und Sie müssen ihn erst gewinnen. Warum gibt es so viel Wasser auf der Erde? Weil Wasser stabil ist. Und man muss es erst auseinanderbringen,
Wasserstoff und Sauerstoff, das macht man mit Elektrolyse und dafür braucht man Unmengen erneuerbare Energien, also Windräder und Photovoltaikanlagen, nur um ihn hinterher wieder verbrennen, damit am Ende wieder Wasser bei rauskommt. Das heißt, das sollte man nicht sozusagen wild tun, sondern sehr gezielt tun. Und in den Bereichen, in denen uns eben etwas Besseres nicht einfällt. Interessant ist, dass es immer mehr Bereiche gibt, die sich direkt elektrisch lösen lassen, aber es gibt auch solche, die es nicht gibt. Und deshalb ist der Wasserstoff essentiell. Die Energiewende wird nicht gelingen ohne Wasserstoff, aber Wasserstoff wird immer ein teures Gut bleiben und ein rares Gut bleiben. Und deshalb muss die Politik darauf achten, dass sie nicht mit der Gießkanne versucht, das zu entwickeln in kürzester Zeit, sondern gezielt zu entwickeln. Und hier gibt es sowas wie bei den Energiekennzeichnungsdingen, die man sonst vom Kühlschrank kennt, hat das jemand mal aufgeschrieben, welche Dinge kann man denn direkt elektrisch machen und welche kann man mit Wasserstoff machen, wo man früher gedacht hat, das geht nur zum Beispiel mit synthetischen Brennstoffen, wo man heute noch oder ich denke auch dauerhaft bei den Flugzeugen sich einig ist, das geht nur mit synthetischen Treibstoffen oder bei der Hochseeschifffahrt. Das hat man früher natürlich auch bei LKWs gedacht und bei Omnibussen. Da ist man heute viel weiter, weil die Batterieentwicklung erstens technisch sehr vorangegangen ist und vor allem preislich sehr vorangegangen ist. Die werden viel günstiger und deshalb gibt es immer wieder Verschiebungen bei diesen Anwendungen. Was aber bleibt, ist eben Teil der Mobilität und vor allem auch ein großer Teil der Industrie, wo man die Dekarbonisierung der Industrie eigentlich nur machen kann mit Molekülen und nicht mit Strom. Ja, Fazit des Reports ist, dass der Weg für erneuerbare Energien und die Entwicklung durchaus nicht nur ökologisch ist, sondern auch ökonomisch sein kann. Doch müsse, um die Ziele zu erreichen, eine sehr viel schnellere Umsetzung erfolgen. Aber das bekannte Problem bleibt, Deutschland alleine wird die Welt nicht retten können. Insbesondere die Ankündigung, dass Atomstrom grün wird, könne die Pläne in Europa stark verlangsamen. Zu diesem Thema haben wir uns mit Vertretern der Grünen in Frankfurt-Oder getroffen und darüber gesprochen. Heute im Gespräch zum Thema Atomstrom wird grün, Alena Karaschinski und Carla Ruhrmann. Beide sind die Sprecherin des Bündnis Grünen Kreisverbandes Frankfurt-Oder. Alena Karaschinski arbeitet im Frankfurter Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Annalena Baerbock und für die Landtagsabgeordnete Sarah Damus. Carla Ruhrmann arbeitet für eine Menschenrechtsorganisation im Bereich Veranstaltung und Digitalisierung. Ich freue mich auf das Gespräch. Also mit der EU-Erklärung zu Silvester, das war ja nicht mehr nur eine Klatsche, die man da bekommen hat als Deutschland, speziell jetzt auch die Grünen mit ihren Plänen. Das war ja schon ein Anlauf mit der Faust ins Gesicht. War das schon so ein Knockout? Hat Deutschland jetzt noch überhaupt Chancen, da irgendwie mit dem Plan grüne Energie vorwärts zu kommen oder ist das damit beendet? Das sind ja zwei Fragen in einer. Also ja, wir haben nicht verstanden, warum Ursula von der Leyen diesen Vorschlag, EU-Vorschlag gerade jetzt veröffentlicht hat. Und das betrifft ja jetzt nicht nur uns Grüne, sondern insgesamt Deutschland mit seinen Plänen zur Klimaneutralität, zum Atomausstieg und zum Kohleausstieg. Und was war die zweite Frage? Naja, ob jetzt noch überhaupt Chancen bestehen, vorwärts zu kommen mit den aktuellen Plänen, die Deutschland hat? Ja, also an unseren Plänen ändert das gar nichts. Aber die Frage ist ja, wir wollen ja als Europäische Union in vielen Schritten eher gemeinsam handeln, weil wir gemerkt haben, dass es auf der Welt besser ist, wenn wir uns zusammentun als viele kleine Länder. Und da ist es jetzt ein Vorschlag, wo die Haltung der Mitgliedstaaten stark auseinandergeht und wo es eine Mehrheitsentscheidung geben wird. Die Bundesregierung hat ihre Stellungnahme erarbeitet, eine gemeinsam abgestimmte Position erarbeitet und wird sie mitteilen. Das sind ganz normale EU-Abstimmungsverfahren, die stattfinden und wo dann... Haben Sie da noch Chancen? Sehen Sie da irgendwie, dass da Möglichkeiten der Veränderung noch kommen können oder ist das damit gegessen und ist einfach nur eine Art Protestschreiben?
Naja, erstmal sind ja alle Mitgliedstaaten jetzt zur Stellungnahme aufgefordert. Insofern drückt die Bundesregierung da in dem Fall ihre Ablehnung aus, weil wir die Zertifizierung oder Einstufung von Atom, Energie und Gas als nachhaltig nicht den richtigen Weg sehen, um sozusagen Investitionen in Energie zu befördern. Aber wir hoffen natürlich auch, dass mit unserer Ablehnung sich da vielleicht nochmal der Vorschlag der Kommission verändern lässt, weil das ja erst ein erster Entwurf war, der dann eben, wenn alle Stellungnahmen eingegangen sind, nochmal als Vorschlag eingebracht und formuliert wird. Insofern gibt es da durchaus vielleicht noch den Spielraum, auch noch was zu verändern, was die genauen Kriterien angeht. Also Sie sagen, also man kann es sich zurücknehmen, aber eine Veränderung wäre noch möglich, dass man vielleicht Forderungen von Deutschland etc. noch mit einbringen könnte. Bin ich mir vom Verfahren her unsicher, ob da jetzt an den Kriterien wirklich noch mal was verändert werden kann oder nicht, oder ob der Vorschlag im Prinzip nur noch abgelehnt werden kann durchs Europäische Parlament oder durch den Rat. Ob da dann die notwendigen Mehrheiten zustande kommen, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Ob an den Kriterien oder an dem Entwurf inhaltlich noch mal was verändert werden kann, muss ich dir ehrlich sagen, stecke ich nicht so tief drin, bin ich mir jetzt unsicher. Okay. Mal eine Frage zum Verhalten und untereinander von den europäischen Staaten. Kommen wir auf die Slowakei. Richard Sulik als Wirtschaftsminister sagte in einer Reportage des Öffentlich-Rechtlichen, ich zitiere, mal ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, wie man so dumm sein kann, seine eigenen Atommeiler abzuschalten, die voll funktionsfähig sind. Was löst das da aus, wenn man mitbekommt, diese europäischen Staaten, also vor allem der Ostblock, denkt so, vor allem über Deutschland? Na, die Entscheidung von Deutschland, aus der Atomenergie auszusteigen, die ist ja schon 2011 gefällt worden. Und insofern steht die ja auch weiter. Da wird ja nichts dran verändert. Und wenn andere Mitgliedstaaten jetzt auf Atomenergie setzen, dann halten wir das einfach für den falschen Weg, wenn wir uns in Richtung Klimaneutralität bewegen wollen, weil Atomenergie sehr kostenintensiv ist, gerade was neue Atomkraftwerke angeht, aber auch der Forterhalt und auch die Entsorgung am Ende des Atommülls, das sind natürlich Aspekte, die bei einer Nachhaltigkeit berücksichtigt werden sollten. So. Und das ist sozusagen die deutsche Position an der Stelle. Deshalb lehnen wir diese Klassifizierung auch ab. Aber wenn ich kurz ergänzen kann. Also Europa ist ein Land mit sehr vielfältigen Ländern. Und jedes Land hat an dieser Stelle, und da brauchen wir ja bloß über die Oder gucken, eine jahrzehntelange nationale Strategie oder auch Wege, Energie zu produzieren und eine nationale gesellschaftliche Debatte, was für sie richtig ist, wie sie Energie erzeugt oder importiert oder exportiert. So, und Polen träumt seit 30 Jahren von einem Atomkraftwerk, und hier haben wir ja die ganz reelle Gefahr, dass 450 Kilometer von uns ein neues Atomkraftwerk gebaut wird. Insofern ist das überhaupt nichts Neues, dass es europaweit ganz, ganz unterschiedliche Positionen gibt zur Energiegewinnung. Was hier ja der Versuch nochmal ist, ne, eine gemeinsame europäische Position zu bilden. Und was daran hängt, ist, wo fließt Geld hin? Also auch wo fließen EU-Gelder hinein? Weil in dem Moment, wo sie als nachhaltig eingestuft werden, sind sie EU-förderfähig. Und damit fließt unser aller Steuergelder, öffentliche Gelder, entweder in Atomkraft oder nicht. Das ist das, was daran hängt, EU-weit. Da gleich mal anzusetzen, jetzt ist es ja so, innerhalb von Deutschland gibt es ja richtig gute Fortschritte. Es gibt ja über 40%, die schon erneuerbare Energien jetzt hervorgebracht haben, die auch verwertet wurden innerhalb von Deutschland. Wie ist das jetzt, wenn die EEG-Umlage weiter sinkt? Sie soll ja theoretisch sogar 23 abgeschafft werden. Wir haben aber noch richtig viel zu tun. Also Investitionen müssen getätigt werden in diesem Bereich. Ist das denn noch real oder ist man da zu voreilig? In Bezug auf was meinst du? Also mit der Abschaffung der EEG-Umlage. Also da werden ja noch weiter Gelder abgezogen in dem Moment. Die EEG-Umlage soll ab 2023 vom Bund übernommen werden. Insofern wird das auch den Strompreis senken. Aber ganz grundsätzlich brauchen wir ja auch einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energie, um dann bis 2030 auf 80% erneuerbare Energien zu kommen und uns da zu steigern. Und ich denke, das ist unabhängig vom Vorschlag der Kommission jetzt immer noch der richtige Weg. Und wenn ich noch ergänzen darf, also es geht immer darum, Anreize zu setzen, Finanzströme oder auch privates Kapital zu lenken.
Und was wir uns als Grüne, was wir jahrelang in der im Bundestag kritisiert haben und wovon ich ausgehe, was die neue Bundesregierung anders machen wird, ist die Hürden, dass also Privatmenschen investieren in erneuerbare Energien, in ihre PV-Anlage oder auch das, sage ich mal, Menschen, die eine Eigentumswohnung, ein Mehrfamilienhaus haben, das ist ja im Moment eine riesige Hürde, das irgendwie zu organisieren, eine PV-Anlage zu installieren und da die Hürden abzusenken. Also es geht ja darum, das besser zu machen als bisher, privates Geld zu akquirieren, aber auch öffentliches Geld massiv in den Ausbau zu stecken. Und an der Stelle hilft es uns überhaupt nicht, was die EU an der macht. Aber die Bundesregierung wird natürlich für unser Land die Regeln eben neu bestimmen, wie Anreize geschaffen werden, in den Ausbau der erneuerbaren Energie zu investieren, weil die Bundesregierung bisher, und das haben wir ja vielfach kritisiert, und das bringt ja auch einige Probleme mit sich, vor denen wir jetzt stehen, hat er eher gedeckelt und gebremst bei dem Ausbau. So, und das hoffen wir, wird die neue, oder sind wir eigentlich ziemlich sicher, wird die neue Bundesregierung anders tun. Ganz deutlich hat man es gesehen um die 2014, wo die Photovoltaikanlagen, speziell Frankfurt, die Industrie zusammengebrochen ist. Der Bedarf steigt natürlich wieder. Photovoltaik ist, glaube ich, das stärkste wachsende erneuerbare Energieinstrument in Deutschland. Aus China kommt jetzt auch wieder die Kritik, zwangserarbeitete Photovoltaikzellen. Geht es auch darum, möchte man die jetzt noch importieren oder nicht? Wenn man es nicht macht, hat man da vielleicht auch wieder weniger Chancen, den Wandel effektiv hinzubekommen? Darf ich nachfragen, was du meinst mit Zwangs? Na, es heißt ja, dass momentan auch die Diskussion, die Kritik von Annalena Baerbock gegenüber zum Beispiel auch dem Siemens-Chef, dass dort Zellen genutzt werden, importiert werden, die durch Zwangsarbeit erstellt wurden in China. Bei den Uiguren. Genau. So, und jetzt, wenn wir das alles nicht mehr importieren können, ist der europäische oder vielleicht auch der deutsche Markt weiter ausgebremst? Können wir das selber machen? Oder hätte man jetzt wieder die Chance auch zu sagen, okay, wir hatten damals 2014 unsere Chance und jetzt müssen wir da wieder hin und müssen unsere Binnenmärkte, unsere Infrastruktur stärken, um diese selber zu schaffen, Technologie wieder nach Deutschland holen? Ja, ich denke, das wird der Weg sein müssen, dass wir die Technologien, die wir benötigen, jetzt für den Ausbau der erneuerbaren Energien zumindest entweder so produzieren lassen, dass sie eben menschenrechtlich konform gehen oder eben nach Europa oder speziell Deutschland zu holen. Also anders wird sich das auch nicht bewältigen lassen. Aber Solarenergie oder Photovoltaik sind ja auch nur ein Baustein. Der andere Baustein ist ja dann der Ausbau von Windenergie. Und vor allem auch die Investitionen in grünen Wasserstoff. Und da begrüßen wir ja auch im Vorschlag der Kommission jetzt, dass dort solche Gaskraftwerke durch die Nachhaltigkeitszertifizierung gefördert werden sollen, die schnell auf den grünen Wasserstoff umsteigen. Und insofern haben wir da ja verschiedene Bausteine bei dem Ausbau der Energien. Und nichtsdestotrotz, ja natürlich sollten auch unsere Technologien so produziert sein, dass es eben den menschenrechtlichen Standards entspricht. Kommen wir mal ganz kurz zum Gas. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass in dieser Vorlage dieses grüne Gas so ein bisschen so ein Brotkrumen ist, dem Deutschland zugeworfen wurde, um so ein bisschen Frieden zu stiften. Ist da was dran? Mag ich eigentlich nicht beurteilen, wie das gemeint ist. Oder, also da werden sicherlich vielfältige Verhandlungen im Vorfeld stattgefunden haben. Naja, in Bezug auf, wenn man jetzt die Diskussion sieht, Nord Stream 2 ist immer noch nicht angeschlossen. Viele wollen es. Wirtschaftliche Interessen stehen stark dahinter. Wenn man jetzt sagt, es wird grün, ist es vielleicht auch noch ein größerer Anreiz, um zu sagen, okay, wir unterstützen jetzt Nord Stream 2 sogar oder es muss ans Netz gehen und vielleicht sogar die Abnahmemengen werden vielleicht sogar erhöht. Das wäre so eine mögliche Denke? Nee. Weil bei dem sogenannten Grünen oder bei den Gaskraftwerken, die jetzt in die Förderung aufgenommen werden, geht es ja eher darum, nur noch sehr moderne Gaskraftwerke zu fördern. Ne? Also dass nur die Gaskraftwerke als nachhaltig jetzt eingestuft werden und förderfähig. Und das ist etwas, wo wir so halbwegs mitgehen können, weil wir sehen, wir werden einen beschränkten Zubau von Gaskraftwerken benötigen. Aber das sollen dann nur noch die förderfähig sein, die auch in der Lage sind, dann bis 2035, glaube ich,
jetzt geht es schon wirklich sehr in die Tiefe, die bis 2035, 45, die dann umstellen können und werden auf grünes Gas und auf wasserstoffbasierten Technologien. So. Zählt ja auch nur für Länder, die ausgeschrieben haben, dass sie zu 100% aus der Kohle aussteigen. Ist das auch ein Kriterium? Genau, so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass wirklich nur die Länder, die zu 100% aus der Kohle aussteigen, halt diesen grünen Gasstempel bekommen. Deswegen ist halt so die Frage, Deutschland ist ja fast mit das einzige Land, das diesen strikten Weg geht. Deswegen die Frage, ob das wirklich so ein Brotkrumen ist. Also mir ist das jetzt neu, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es auch nicht schlimm, das sind jetzt wirklich die Tiefen von EU-Politik, wenn Sie das so sagen. Dann müsste man ja festhalten, dass jetzt gerade Länder wie Polen überhaupt nicht ihre geplanten Gaskraftwerke und Atomkraftwerke, wenn sie denn überhaupt eine Finanzierung dafür hinkriegen, überhaupt nicht dann fördern lassen könnten, wenn das ein Kriterium ist. Würde uns natürlich freuen, weil wir das für den richtigen Weg halten. Aber ich kann dazu jetzt ehrlich gesagt nichts sagen. Anders, die Förderung von Atommeilern ist ja genauso. Ohne diese ganzen Subventionen, heute hatten wir auch im Interview gehört von der WWF, kein einziges Atomkraftwerk funktioniert ohne Subventionen. Und selbst da sind ja noch nicht mal einberechnet diese Endlagerkosten, die ja zum Beispiel jetzt erst 2050 vorgeschrieben werden, einen Plan zu erarbeiten. Sehen Sie da auf lange Frist sogar einen wirtschaftlichen Super-GAU über die Zeit, dass der Strom durch Atommeiler sogar wesentlich teurer wird? Also, um zu sagen, jetzt erneuerbare Energien sind wirklich die einzige Alternative. Auch jetzt noch. Ich meine, der Markt ist so dynamisch. Und das Ringen um die richtigen Anreize, da ist viel Musik gerade drin. Und das ist auch gut so. Das hätten wir eigentlich schon vor 5 bis 10 Jahren gebraucht. Weil auf allen Ebenen ist klar, wir brauchen die Klimaneutralität so früh wie möglich. Aber natürlich werden alle politisch Verantwortlichen immer darauf achten, dass Versorgungssicherheit gegeben ist, Wirtschaftlichkeit irgendwie hergestellt wird, Bezahlbarkeit gegeben wird. Das müssen ja alle mit beachten, sonst ist es ja auch nur begrenzt vermittelbar. Und von daher mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Da ist viel Bewegung drin, was sind die richtigen Anreize, und das ist jetzt ein Vorschlag, um die Finanzströme so zu lenken, also Geld ist ja da, um die Finanzströme so zu lenken, dass Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit gegeben ist. Mhm. Noch als vorletzte Frage, wie sehen Sie jetzt Deutschland noch als Vorbildland? Man hat ja immer gesagt gehabt, wenn wir es schaffen, Anreize zu zeigen und wir auch zeigen, in Deutschland funktioniert es, werden andere Länder mitziehen. Technologie als aus deutscher Hand, gerade für die erneuerbaren Energien, könnten ja dann vermarktet werden. Spielt das jetzt noch eine Rolle oder ist das ein Rückschlag? Naja, müssen wir ja so sehen, dass die vorherige Bundesregierung eben nicht die richtigen Anreize gesetzt hat und gerade den Ausbau von erneuerbaren Energien massiv gebremst hat. Deshalb gab es ja auch den Rückbau von Photovoltaikproduktion oder Windkraftproduktion. Und die jetzige Bundesregierung, die geht genau den anderen Weg und sagt, da müssen wir massiv investieren. Und in der Position sollten wir auch wieder Vorreiterrolle in Europa sein, weil eben die erneuerbaren Energien eigentlich der einzige und richtige Weg sind, um die Klimaneutralität, zu der wir uns ja alle in Europa verpflichtet haben, so bald wie möglich zu erreichen. Aber kommt das auch an in den Ländern? Denken Sie, das kommt an? Oder ist das halt wirklich, wie gesagt, schon die Slowakei sagt, wie kann man so dumm sein, so zu handeln? Also diese Wortwahl zeigt ja auch eine gewisse Voreingenommenheit. Das ist eine Position. So, ne, und sie wird bestimmt nicht repräsentativ sein für die gesamte tschechische Politik, glaube ich. Ne? Auch da findet nationales Ringen statt. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wer das gesagt hat und welcher Position er... Wirtschaftsminister war das. Das war Richard Schulig. Ob es jetzt nationalkonservativer ist, ne? Oder das ist eine Position. Und es gibt ein sehr vielfältiges Meinungsspektrum von Klimawandelleugner bis hin zu Menschen, die auch... das Heil eher in Atomkraftwerken sehen. So, ne? Also es gibt ein vielfältiges Meinungsspektrum, das ist auch nicht schlimm. Wir befinden uns in gesellschaftlichen langfristigen Diskursen. Und was ich finde, wir sollten immer nicht vergessen, in den 90er Jahren wurde gesagt, erneuerbare Energien, 5%, mehr ist gar nicht möglich. So, 2,5 Jahre, also ne, vor 2,5 Jahren, bis vor 2,5 Jahren, wir vergessen viel zu schnell,
hat die Brandenburger SPD noch hochgehalten, wir brauchen die Kohle bis 2050. Also wie schnell wir dann irgendwann einsehen, nachdem, sage ich mal, gesellschaftliche Dinge ausdiskutiert wurden, was die allgemeinen Erkenntnisse sind, dann ändern wir auch unsere Positionen. Von daher mache ich mir da gar keine Sorgen um die Fortentwicklung unseres Diskurses und das Finden des richtigen Weges mit Maß und Mitte. Aber eben auch das Ziel im Blick behalten, weil letztendlich wollen wir für unsere Kinder und Enkelkinder diesen Planeten noch lebenswert erhalten. Und das treibt uns alle an. Abschließend dann nochmal die Frage, man merkt das schon an Ihrer Haltung. Sie sind eigentlich sehr gelassen in der Hinsicht. Muss die Bundesregierung was ändern durch diese Entscheidung oder kann man wirklich den Weg weitergehen? Naja, nichtsdestotrotz, ob die Entscheidung jetzt am Ende so gefällt wird oder nicht, da ist unser Einflussspielraum dann auch begrenzt, eben weil, wie von dir auch schon angesprochen, die Hürde, da dann einen Widerspruch einzulegen, wenn die Vorlage erstmal da ist, die ist sehr hoch. Trotzdem ist das für Deutschland der richtige Weg, den wir jetzt beschreiten. Und Robert Habeck hat heute auch nochmal die Ziele der Investition bekräftigt und die verschiedenen Aspekte aufgezeigt, die wir jetzt in den nächsten Jahren angehen werden, um umzusteigen und um die Energiewende wirklich voranzubringen. Und da ist es natürlich zu bedauern, aus grüner Sicht vor allem, aber auch aus Sicht der deutschen Bundesregierung, wenn die Entscheidung so gefällt wird, dass man jetzt noch in Teilen auf Atomkraft und Gas setzt. Und trotzdem hindert es uns ja nichts daran, unseren Weg zu beschreiten. Und insofern, bleiben wir dabei. Die Bundesregierung wird weiter werben für die Positionen, zu denen wir gefunden haben, weil wir davon überzeugt sind. Klares Statement. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank euch. Ja, das waren die aktuellen Nachrichten von heute und wir hoffen, Sie schalten das nächste Mal auch wieder ein. Bis dahin machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss.